Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer. geheimnisvolle Geschichte. Und das hier ist leider nicht die Sendung, sondern das hier ist nur der Teaser, denn die Sendung, die ich mit dem jungen Mann neben mir, Valentino Bonsanto, gedreht habe, zwei Teile, sind mal wieder zu radikal und zu scharf für YouTube. Wenn ich die hier bei YouTube veröffentlichen würde, äh, dann wird es nicht lange dauern, bis die gelöscht sind und ich gestrikt. Von daher... Könnt ihr euch diese Sendung auf anderen Portalen angucken? Ich werde das oben und unten mal anblenden. Auf jeden Fall bei Telegram, auf jeden Fall auf de, auch auf der Webseite Die Unbestechlichen und vielleicht auch noch woanders. Mal gucken, was ich da noch so drehen kann. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um Valentinos neuestes Buch. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, Massenmord oder natürliche Auslese. Ein super interessantes Teil und das ist der zweite, genau die Fortsetzung von diesem Buch Corona der große Intelligenztest. Ähm, genau, jetzt habe ich schon lange erzählt, es ist ja nur ein Teaser. Leute, schaut euch das an. Valentino, willst du vielleicht auch noch mal kurz was sagen? Ja, ganz kurz. Hallo, liebe Leute. Ähm, ich möchte mich hier ähm, kurz entschuldigen, weil das es wieder wieder nicht mal bei YouTube wieder hochgeladen werden kann. Aber ähm, ich habe mir schon vor dem Interview überlegt, ob ich da einfach so sachlich wie möglich und so ruhig wie möglich bleiben werde und einfach so ein stinknormales langweiliges Video produzieren lasse und es dann hochladen lasse. Mein, mein Buch ähm, vermarkte und, und fertig. Aber das wäre einfach nicht ich. Und deswegen hat mich einfach der Charles dazu gebracht, einfach ein bisschen emotionaler <laughs> über das ganze Thema zu, zu reden und zu berichten. Und ähm, deswegen ja, wie du schon gesagt hast. Leider nicht auf YouTube, aber auf andere Kanäle. Ja, es ist wie es ist. Es fällt uns schwer, ein Blatt vom Mund zu nehmen. Am liebsten reden wir Tacheles und äh, da sind wir vom Temperament ähnlich. Wenn das Thema uns so ein bisschen mitreißt, ähm, dann können wir auch kein Blatt vom Mund nehmen. Also, liebe Leute, schaut euch die Sendung da ein, oben unten, ihr seht, wo sie eingeblendet ist. Und ähm, ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, und bis bald.